Huhu Leute, ich bin Flasher, willkommen zu Let's Play Detroit Become Human. Anscheinend sind wir wieder mit Kara unterwegs. Das heißt, wir können uns jetzt hier ein bisschen umgucken und mal Sachen benutzen. Machen wir auch mal. Ah, damit haben wir Musik angemacht. Wir können uns sonst noch umgucken. Wir sehen Luther und Alice. Und dann diese eine Frau, von der ich den Namen nicht mehr weiß, die uns geholfen hat, die mit uns über die Grenze fahren will. Next Channel. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Oh, was geht da ab? Oh, shit. Hä, hat die jetzt gerade einfach die Nachrichten ausgemacht und ich wollte gerade irgendwas gucken und irgendwie hat sich da schon wieder... Irgendwie haben sich da mehrere Sachen überlagert. Und gerade hatte ich auch schon Angst, dass das Spiel crasht. Da war irgendwie ein ganz komischer Lag. Aber mal gucken. Helfen. Machen wir mal. So, mal sehen, wo wir jetzt sind. Okay, wir können uns umgucken. Wo ist denn Luther? Jetzt ist der auch aus... Ah doch, da, der steht da. Alles klar. So, dann gucken wir uns hier mal um. Was ist jetzt überhaupt die Aufgabe? Finde Jericho. Ah, finde Jericho. Echt, war das so? Wollte Rose, oder wie sie heißt, wollte die uns echt nach Jericho bringen? War das die Mission die ganze Zeit? Wollte die uns nicht irgendwie über die Grenze bringen? Aber anscheinend müssen wir jetzt nach Jericho auch. Okay, also so kommt dann letztendlich alles zusammen. Marcus führt Jericho an. Connor ist ja im Prinzip, arbeitet für die Polizei und sucht Jericho. Und haben wir ja auch in einer der letzten Folgen gefunden. Und Kara kommt jetzt auch nach Jericho. So werden wir uns also alle treffen. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Endlich mal jemand, der wirklich helfen will. Und seid vorsichtig. Und nicht irgendeine Verarsche. Okay, was? Ich muss aber gleich noch auf irgendwas eingehen. Gerade, was ich komisch fand. Na los, Leute. Und zwar, die Rose hat gesagt, findet Marcus. Hä, wo ist denn die jetzt hin? Oh, da fährt sie gerade, okay. Findet Marcus. Das heißt, der ist bereits schon als Anführer von Jericho, ist er bereits schon bekannt. Und selbst Nicht-Androiden, sowas wie die Rose jetzt, kennt den bereits. Das heißt, es kann eventuell sein, dass diese ganzen verschiedenen Geschichten mit Marcus, Connor und auch Kara, dass die gar nicht alle unbedingt zur selben Zeit spielen. Also es kann sein, dass hier Zeitsprünge drin sind, dass sozusagen das, was wir mit Marcus schon alles erlebt haben, dass das deutlich länger in der Vergangenheit liegt, als das mit Kara hier. Das kann natürlich sein. Und das wird hier in diesem Spiel einfach nur so nicht gesagt, aber das würde Sinn machen, dass der bei diesem Widerstand und den Leuten, die denen helfen, dass da Marcus bereits schon bekannt ist unter einem richtigen Namen. Software instabil. Ach, und jetzt sind wir auf einmal Connor. Okay. Oh, dann haben wir jetzt... Ah, und er hat jetzt auch die Symbole von Jericho. Alles klar. Jetzt sehen wir es wirklich. Jetzt kommen wirklich alle gemeinsam nach Jericho. Und wir haben wieder mal eine Mission, wo wir verschiedene Charaktere spielen. Nee, doch nicht. Gut, viel mussten wir jetzt nicht machen, aber... Anscheinend kommt jetzt hier alles zusammen. Wird also anscheinend eine wichtige Mission jetzt hier diesmal. Ist das hier dieser Frachter, Jericho? Und das hatten wir bisher in diesem Spiel erst ein einziges Mal, dass wir verschiedene Charaktere gespielt haben innerhalb einer Mission. Das war auch mit Kara und Connor damals. Aber das kam nur einmal in dem Spiel vor und dann wieder total lange gar nicht. Jetzt ist schon wieder die nächste Cutscene. Oh, jetzt sind wir sogar schon drin, okay. Einfach reingeportet, gut.
Ihre Sicherheit besorgt sind, wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm, damit die Behörden Ihren Androiden persönlich abholen. Eine richtig große Basis mittlerweile hier, die Marcus aufgebaut hat. Okay, was haben wir jetzt hier alles? Mal sehen. Erkunde Jericho. Wir müssen Alice ins Warme bringen. Uns begrüßt aber auch niemand. Das finde ich auch komisch. Cool. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und feuerte. Ich weiß, sie sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen. Menschen, die frei sein wollen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben, doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwall forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall scheint die Gefahr eines dritten Weltkriegs für den Moment gebannt zu sein. Damit ist eine neue Stufe erreicht, die ohne jeden Zweifel beweist, dass diese defekten Maschinen eine echte Gefahr für die amerikanische Gesellschaft darstellen. Es ist an der Zeit, unsere Maschinen zu zerstören, bevor sie uns zerstören. Ohne den Mut und die Entschlossenheit der Polizei hätten die Maschinen die Stadt Detroit in ein völliges Chaos gestürzt. Die Behörden verlangen eine sofortige Auslieferung aller Androiden an das nächste Polizeirevier oder die nächste Militärkaserne. Falls Sie um Ihre Sicherheit besorgt sind, wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm, damit die Behörden Ihren Androiden persönlich abholen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, Ihren Androiden selbst zu zerstören. Sie sind unberechenbar und potenziell gewalttätig. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Es war ein Massaker. Okay, da wiederholt sich's jetzt. Okay, hört sich jetzt eher so mittel an. Also die Nachrichten sagen die ganze Zeit, Maschinen sind gefährlich und müssen zerstört werden. Die Zivilisten sagen aber, die haben nichts getan und die Polizei hat einfach losgeballert. Ja, und diese ganze Krise hat jetzt natürlich auch dafür gesorgt, dass auch das Militär nicht mehr auf ihre eigenen Droiden vertraut und darum haben sie abgestellt. Und das haben sowohl die Russen als auch die Amis gemacht und dadurch ist halt jetzt anscheinend ein dritter Weltkrieg verhindert worden. Ist ja was Gutes eigentlich. Okay, jetzt ist Alice schon mal im Warmen. Aber ich finde das komisch, dass sich niemand um uns kümmert. Heiß und kalt gleichzeitig. Und über diesen... Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Seht ihr, es ist... Gleich zurück. Es ist irgendwas mit Alice. Und Luther weiß es bereits. Aber wir haben da ja auch schon eine Ahnung. Oh, und jetzt kommt Connor. Finde den Abweichler-Anführer. Ach du Scheiße, Connor ist jetzt einfach mittendrin. Oh shit. Hoffentlich erkennt den keiner. Fuck. Oh. Ja, und über diesen RA-9 haben wir auch schon total lange nichts mehr erfahren, was es mit diesem RA-9 auf sich hat. Verhalte dich unauffällig. Okay. Ja, das gucken müssen wir jetzt nicht nochmal. Wir müssen anscheinend wieder an... Nee, wir müssen nicht an den gleichen Ort. Wir müssen hier irgendwo hin. Okay, können wir da hoch? Weiß ich nicht. Mal sehen. Aus der Barriere, wenn wir hoch wollen. Oh. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Oh, diese Orakelfrau, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, hat uns gesehen. Und jetzt sind wir wieder Kara? Hä? Ah, shit, ich bin gar nicht da hingegangen, wo gerade angezeigt worden ist, dass ich hingehen soll. Scheiße. Ah, oh Mann, warum geht das jetzt hier die ganze Zeit so hin und her? Warum haben Sie das getan? Und dann kam die Polizei und feuerte. Ich weiß, es sind nur Maschinen. Okay, gehen wir mal nach hier hinten. Ah, da ist Marcus, oder? Da ist er, glaube ich, in seinem Büro.
sprechen. Bist du Marcus? Boah, endlich treffen sie mal aufeinander. Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Oh, die sind ja schnell miteinander klargekommen. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Ja, das war eine gute Antwort, muss ich sagen. Und sehr menschlich. Man kann es natürlich auch auf Android-Roboter-mäßig interpretieren, denn das Mädchen braucht sie ja tatsächlich. Und sie braucht es halt, sie braucht das Mädchen halt, weil es ihre Aufgabe ist, sie zu beschützen. Aber ich glaube, das kann man mittlerweile auch menschlich interpretieren. Emotional. So, wo war jetzt Alice nochmal? Da war das da hinten, oder? Ne, hier hinten, glaube ich. Hier. Genau, da hinten, wo das Feuer ist. Alles klar. Oh, und wo ist Connor eigentlich? Können wir jetzt hier Connor irgendwo sehen? Alice. Oh. Nee. Ja. Genau so haben wir es uns auch schon gedacht. Und Kara wird es jetzt auch langsam klar. Kara wusste es bisher anscheinend echt nicht. Du wusstest es von Anfang an. Oder sie hat's verdrängt. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Jetzt wird auch nochmal darauf angespielt, auf das einander brauchen. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Ja, wir haben jetzt eine andere Alice gesehen. Das ist halt das gleiche Modell. Darum hat sie rausgefunden, Alice war auch die ganze Zeit ein Android. Und jetzt wird einiges klar. Also richtig viel. Erstens, wir haben Alice noch niemals in diesem Spiel was essen sehen. Es wurde zwar total oft Essen hingebracht, aber wir haben sie noch nie was essen sehen. Und dann auch, wir haben uns ja gewundert, wie kann das sein, dass bei Todd, die Frau von Todd, dass die einfach den Mann verlässt und das Kind offensichtlich bei diesem gewalttätigen und drogenabhängigen Vater einfach zurücklässt. Das wird doch keine Mutter machen. Und jetzt macht Sinn. Vielleicht ist das echte Kind weg. Entweder hatten die gar kein Kind oder die Mutter hat tatsächlich das echte Kind mitgenommen und Todd hat sich einfach einen Androiden als Tochter geholt. Und vielleicht war er auch deswegen so arschig, weil er wusste, es ist nicht so schlimm, wenn er scheiße mit dem Kind umgeht, weil es ja eh ein Androide ist. Jetzt wird wirklich richtig vieles klar. Aber Luther hat er recht. Wie sieht das jetzt aus Karas Sicht aus? Liebt sie dadurch jetzt weniger? Vorher dachte sie wirklich, sie ist ein echter Mensch und sie muss sich um diesen Androiden kümmern, weil der ein echter Mensch ist, weil der sich nicht selbst heilen kann, sich nicht selbst reparieren kann und sowas alles. Und jetzt, wo sie weiß, dass sie im Prinzip auch nur, in Anführungszeichen, nur ein Androide ist, ist es jetzt weniger wichtig, sich darum zu kümmern oder nicht? Das ist halt jetzt die Frage. Und ist überhaupt Alice auch ein Abweichler oder ist die wirklich nur in ihrer Programmierung, wurde die nun mal als möglichst realistisches, echtes Kind programmiert und folgt jetzt einfach nur ihrer Programmierung? Und macht das überhaupt alles Sinn, ihr jetzt so wirklich richtig zu helfen und ihr eine Mutter zu sein? Das ist
jetzt wirklich eine schwere Entscheidung, was ich auch gar nicht so einfach finde jetzt aus Karas Sicht, das zu entscheiden. Also es wird schon einiges für sie ändern. Aber ja, wir haben uns sowas im Prinzip schon gedacht. Aber weiß Alice es selbst? Das ist die Frage. Kara, stimmt irgendwas nicht? Aber wir bleiben ihre Mutter. Zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Das war schön. Und jetzt sind wir Marcus, oder was? Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg, aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Oh, hat die eine neue Frise, die North? Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Die Menschen versklavten uns. Ich bereue niemals, gekämpft zu haben. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Komm einfach zurück. Oh, jetzt geht Marcus, oder was? Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Oh. Und mir den Zünder zu geben. Oh. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Okay. Ablehnen. Wir sollten nicht wie sie werden, North. Wir erreichen die Freiheit mit anderen Mitteln. Ich hoffe, du hast recht. Ich wollte erst schon sagen, was immer morgen passiert. Du sollst wissen, dass
froh, bin ich zu kennen. Und dann sagen, oh, North hat die Bombe abgelehnt. Und dann hat sie aber nur den Zünder selbst genommen. ich wollte eigentlich keine Liebesbeziehung mit der nicht küssen. Ich habe nicht küssen gesagt. Machen wir uns bereit. Okay, gut. Die nächsten Stunden sind entscheidend. Ich gehe zu den anderen. Das war nicht gut für North. Oh, oh. Vielleicht hätten wir sie küssen sollen, weil dann haben wir zur Not jemanden, der sich noch für uns opfert, mal wieder oder so, falls Marcus irgendwas verkackt. Aber das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Und hoffentlich macht die dadurch jetzt nicht eine eigene Aktion irgendwie, indem die einfach selbst die Bombe sprengt oder irgendwie so eine Scheiße. Ah, jetzt sind wir wieder im Gedankenpalast. Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Tatsache, das ist nicht alles nicht echt. Das ist nur diese gedankliche Netzwerkverbindung, wie wir schon in einer der letzten Folgen gedacht, wollten ja jetzt die Knarre her. Halte Marcus auf. Boah, diese Mission geht da echt krass hin und her und die ist auch echt lang. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Okay, wer sind wir jetzt? Wer sind wir? Ach, Marcus. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Du kommst jetzt mit! Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Überzeugen, aber unsere Sache, überzeugen. Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Nichts sagen. Jetzt müssen wir die ganze Zeit hin und her wechseln. Was heißt denn unterminieren? Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Du musst das hier wirklich nicht tun. Du musst ihnen nicht mehr gehorchen. Du bist lebendig. Du kannst entscheiden, wer du sein willst. Oh, die Software-Instabilität geht immer höher. Du kannst frei sein. Entscheide dich jetzt. Wir können jetzt Abweichler werden. Na, das machen wir. Halte Marcus auf. Ah ne, Q gedrückt halten. Oh, wir kratzen da an der Wand und reißen die Wand ein. Ach so, das ist ja unsere Aufgabe. Halte Marcus auf. Und diese Aufgabe zerreißen wir gerade sozusagen. So muss man das interpretieren. Jetzt haben wir diese Aufgabe nicht mehr. Ich bin ein Abweichler. Oh oh. Weiß Amanda das schon? Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Indeed. .com. Oh oh, und Kara und Alice sind immer noch da. Scheiße. Das ist ein schlechter Zeitpunkt jetzt zum Angreifen. Was ist los, Kara? Schnell, wir müssen hier verschwinden. Schnell los, 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 los!
Was ist das für eine Mission hier? Was ist das für eine krasse Mission? Wir ratten in der Falle. Scheiße, wir sind jetzt erstmal Kara. Oh fuck, und die kommen wirklich einfach rein und fangen an zu ballern. Das gibt's doch nicht. Die fangen wirklich an zu ballern. Wow, wo ist er? Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich Luther folgen. Und wir müssen immer gucken, wo er langläuft. Das kann man natürlich mit diesen ganzen Effekten hier echt schwer machen. Aber Luther findet hier anscheinend Wege. Okay, wo lang jetzt? Luther, sagst du uns vielleicht, wo lang? Oh. Ah, ich sehe nichts mehr. Was sagt denn jetzt Luther, wo es lang geht? Hä? Boah, jetzt sehe ich gerade überhaupt nicht mehr durch. Irgendwie sind jetzt gerade total viele Sachen passiert. Oh, shit. Luther wurde ich habe gerade überhaupt gar nicht gecheckt, was passiert ist mit dem. Da waren irgendwie total viele Cutscenes. Jericho sprengen. Nachricht. Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Okay. Jericho sprengen ist vielleicht ganz gut. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Oh, Marcus muss sich mal wieder opfern. So, wer sind wir jetzt? Oh, jetzt sind wir Marcus. Okay. Aber wo müssen wir lang? Okay, wir müssen nach unten. Runter in den Frachtraum, hieß es. Okay. Oh, die ist Orakel ist auch noch da. Oh, sie wurde aber schon getroffen. Okay, das Orakel konnten wir nicht mehr retten. Komm, geh weiter, Marcus. Guck nicht so lange doof rum. Wir müssen anscheinend hier weiter. Renn, 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 renn. Okay. Oh. Oh, wir konnten anscheinend noch fliehen. Ja, die haben wirklich sofortigen Schießbefehl, die Leute von der Polizei. Wir lassen ihn natürlich nicht zurück. Was machst du? Ich lass dich nicht hier. Kara, nein! Boah, wie krass das gerade hin. Oh, wie krass das gerade hin und her wechselt zwischen den Charakteren. Was ist das für eine Mission? Ist das das Finale? Keine Bewegung! Das hättest du nicht tun sollen. Du darfst Alice nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommt. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komm klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Luther. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt, passt gut auf euch auf. Oh, Scheiße. Scheiße, und rennen. Und nach links rennen. Versteck dich. Wo denn? Hier rein. Sorry, aber das kann ich nicht tun. Wir sind tot, wenn wir aufmachen. Nein, Kara. Aber das ging gerade wirklich nicht. Da aufmachen. Weil wir müssen Alice beschützen. Auch wenn das leider schlecht war für Alice, aber ich glaube, wir haben genug Positives auf. Jetzt sind wir wieder Marcus, what the fuck? Okay, diese Mission ist echt so krass. Die ist, glaube ich, echt so der Höhepunkt bisher von diesem Spiel. Jetzt hier vorbeischleichen. Jetzt hier langschleichen. So, wo sind die? Oh, da sind welche, das heißt, wir müssen hier rein.
Eingreifen, nicht eingreifen. Oh, eigentlich will ich nicht, aber Marcus ist ein Killer. Eingreifen. Nein! Falsche Taste gedrückt. Marcus, du hast uns gerettet. Weg hier! Schnell! Der will sich bedanken. Schnauze und rennt lieber! Was haben wir jetzt hier gefunden? Okay, jetzt müssen wir entweder da lang klettern oder da lang springen. Machen wir springen. Weil bei dem anderen sah es so aus, als ob die hochzielen, während er da hochklettert, dass sie da hochzielen. Darum habe ich das mit dem Springen genommen, weil wir da noch einen von denen bekämpfen gleichzeitig. Okay, die haben wir auch einfach gelassen, wie sie waren. Okay, dann geht's jetzt, glaube ich, hier lang. Aber die Kamerasicht ist... Stimmt, weil wir die nicht gerettet haben, ist jetzt gerade Jericho runtergegangen. Wir hätten die anscheinend auch retten können. Oh, da müssen wir eingreifen, das ist unser Kollege. Auch wenn wir dann die ganze Zeit Quicktime-Events machen müssen. Aber die gehen ja eigentlich einigermaßen. Okay, wir hätten vielleicht doch die anderen retten können. Aber ich dachte, wir müssen einfach nur rennen. Ein Ausgang. Geschafft, Alice. Okay. S wiederholt drücken. Das hat, glaube ich, geklappt. Oh, scheiße. Rennt. Totstellen. Runter. Beweg dich nicht. Ich habe gerade nur Totstellen gelesen und dachte, nicht bewegen. Bitte tötet mich nicht. Ja, seht ihr, sobald man sich bewegt oder was macht, schießen die sofort. Also wir müssen uns weiterhin totstellen. Und die können ja nicht erkennen, ob jemand noch lebt oder nicht, weil wir sind ja Roboter und das heißt, die können auch keinen Puls fühlen oder sowas. Ich habe leider so schnell nicht gelesen. Wir verschwinden von hier. So schnell nicht gelesen, was die anderen Optionen waren. Aber totstellen hat sich erstmal gut angehört. Wenn man in so einer Gruppe ist und auf die wird geschossen, dann ist totstellen eigentlich eine ganz gute Taktik. Und es scheint geklappt zu haben. Scheiße. Schnell, wir müssen weg. Haben wir es jetzt geschafft? Boah, aber alle anderen hat es erwischt. Scheiße. Wir haben echt viele Androiden verloren in der Mission hier. Was ist das jetzt? Ah ne, Marcus ist noch hier. Oh, was ist das da alles? Warum haben die irgendein krasses Kraftwerk da unten drin? Oh, scheiße. S, oh nein, oh, doch, hat mal geklappt. Gut, mach mal S. Echt viele Quicktime-Events hier. Aber zum Glück immer nur S und D. Aber nicht immer abwechseln, da muss man echt drauf aufpassen. Der kann echt gut kämpfen, dieser Marcus. Hohohoho. Okay, der scheißt drauf, ob er Menschen tötet oder nicht mittlerweile. Ahmed. Okay, wir sprengen die ganze Scheiße hier anscheinend. Oh. Ja, rennen! Da geht eine Cutscene los und er läuft los und auf einmal ist es scheißegal und man muss selber auf einmal steuern und man sieht überhaupt nichts. Oh, scheiße, North wurde angeschossen. Fuck. Es ist zu spät, Marcus. Wir können nichts mehr für sie tun. Wir müssen weg. North retten. Ja, auch wenn die... Wir müssen die eigentlich retten. Nein, ich habe doch S gedrückt. Boah, was die krasses machen für eine Aktion. Ich wurde zwar angeschossen, aber... Das hat alles... Ich kann mich gar nicht auf die Cutscenes konzentrieren, ob die cool aussehen oder nicht, weil ich die ganze Zeit Quicktime-Events drücken muss. Oh, und jetzt kommt Connor. Und Connor müsste theoretisch... Oh nein, falsche Taste. Müsste theoretisch echt gut schießen können. Weil der wurde ja auch ausgebildet für sowas. Nein! Schnell, schnell, los!
Ein paar Sachen haben wir verkackt, aber ich glaube, größtenteils hat das alles gezählt. Boah, ich glaube, ich muss mir das Video selbst im Nachhinein noch mal Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Im Nachhinein selbst noch mal angucken. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Weil ich habe jetzt überhaupt nichts davon mitgekriegt. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe mich nur auf die Buchstaben konzentriert und nicht auf die Cutscenes. Aber es war irgendwie cool. Also das war echt eine krasse. Also es war nicht die letzte. Es war sowas wie ein Finale. Es war definitiv nicht die letzte Mission. Krasse Scheiße, was das hier alles war. Diese Mission, die war echt. Ach du Scheiße. Das sind echt drei verschiedene Wege, die man hier. Boah, und wie riesig das alles ist. Fuck me. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal in Ruhe durchgehen. Also, wir sind jetzt hier, bei welchem sind wir jetzt gerade? Achso, wir sind jetzt hier gerade in Marcus-Diagramm, so Kapitänskabine. Es gibt anscheinend auch irgendwas, das startet anders und ist sofort zu Ende. Ich denke aber mal, das ist vielleicht was, weil hier steht ja Scheideweg Marcus. Vielleicht, wenn der vorher getötet worden ist oder irgendwie sowas. Oder wenn, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was hier sein könnte. Auf jeden Fall ist es dann nur ganz kurz. So, wartet mal. Öffentliche Meinung unterstützen, Jericho Anführer, North, Liebesbeziehung immer noch, okay, Gefährte. So, mit Simon, Josh und North beraten. Anscheinend geht das auch ohne die. Mit North diskutieren, North nicht küssen. Okay, geht aber beides zu, North lässt Marcus allein. Also hat keinen Einfluss darauf anscheinend. Aber geht halt entweder hoch oder runter, die Beziehung mit dem. Dann gibt's hier auch noch was komplett anderes, was nichts mit North diskutieren ist. Das endet dann anscheinend auch hier direkt. Aus irgendeinem Grund. Okay, Jericho wird angegriffen im Korridor mit Marcus. Dein Team treffen, versuchen zu fliehen. Lucy treffen, haben wir gemacht. Eine Brücke bricht unter Marcus zusammen. Das kommt auch auf jeden Fall zusammen. Marcus im Korridor. Okay, man kann auch anscheinend von dem Weg hier oben, von dem kann man auch sofort zu Marcus im Korridor kommen. Und dann im Korridor mit Marcus überspringt man dann. Man kann anscheinend auch nicht versuchen zu fliehen, sondern wird man wahrscheinlich irgendwie erschossen. Genau, dann endet es nämlich hier sofort. Dann wird man wahrscheinlich erschossen oder sowas. Okay, um die Soldaten herumschleichen. Okay, hier gibt es auch was, das führt direkt hier ganz ans Ende zu. Im Korridor mit Marcus wieder. Das kann man also auch komplett überspringen hier, was wir hier gemacht haben. Um die Soldaten herumschleichen, Soldaten mit drohenden Androiden eingreifen, um Soldaten kümmern. Okay, Androiden entkommen. Weiter zum nächsten Korridor, Soldaten kommen in Marcus Richtung, auf Soldaten springen. Okay, das andere hätte aber auch. Ah ne, guckt mal, das andere hätte auch sofort enden können. Das ist dann wahrscheinlich hier diesen anderen Weg nehmen und der hätte dann auch entweder dazu geführt, dass wir weiterkommen, da hätten wir wahrscheinlich noch irgendwas machen müssen, ein Quicktime-Event oder so, oder Marcus wird erschossen. Okay, Androiden werden Soldaten gejagt, Androiden werden erschossen. Okay, hier haben wir sie leider nicht gerettet, weil ich so schnell nicht gecheckt habe, dass man die retten kann. Im Frachtraum nähern, Joss kämpft gegen einen Soldaten, eingreifen, Soldaten töten. Auch das kann wahrscheinlich hier, genau, auch das hier, Soldaten nicht töten, das kann zum Tod führen. Josh entkommt oder man lässt Josh sterben und schleicht einfach an dem Soldaten vorbei. Im Frachtraum mit Marcus, okay, den alten Maschinenkontrollraum betreten, Unterbrechung durch Soldaten. Man kann auch anscheinend nicht von Soldaten unterbrochen werden, so wie es aussieht. Wobei dann hier auch irgendwas ist, was dann sofort endet, komisch. Soldaten ausschalten oder nicht ausschalten, dann stirbt man. Okay, Countdown auslösen. Und dann im Korridor mit Marcus. So, zu den anderen gehen, versuchen zu fliehen. North wird angeschossen. Okay, North kann anscheinend auch nicht angeschossen werden. Aus irgendwie, keine Ahnung, da hatten wir keinen Einfluss drauf, dachte ich. Beschließen, North zu retten. North retten, Connor schützt Marcus und North. Soldaten töten, Marcus springt. Marcus mit seinen Leuten geflohen. Simon springt, Josh springt, North springt, Connor springt. Also wir haben komplett alle gerettet. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt Connors Diagramm. Okay. So, Amanda Hintergang. Gut, das ist jetzt klar, da konnten wir nichts, aber wir haben ja von Anfang an nur negativ bei ihr bekommen. Hank befreundet, der rettet uns bestimmt irgendwann bestimmt noch, Hank, weil der kam jetzt auch gar nicht vor. In Ferndale, Jericho folgen, im Schiff. Okay, im Schiff haben wir echt viel nicht gemacht, weil wir aus irgendeinem Grund sofort Lucy getroffen haben, aus Versehen. Und deswegen haben wir das alles übersprungen. Hier hätten wir noch viel mehr machen können. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Zeitungen lesen oder Fernsehen gucken oder sonstige Sachen. Haben wir leider komplett alles nicht gefunden, weil wir aus Versehen sofort über Lucy gestolpert sind. Das Orakel. So, zurück in der Kapitänskabine. Kann man anscheinend auch nicht hin, oder? Kapitänskabine betreten. Marcus bedrohen, Marcus konfrontieren. Abweichler werden. Okay.
Marcus warnen, kann man auch nicht, ihn nicht über den Angriff warnen. Jericho wird angegriffen, okay. Dann gibt es hier einen kompletten, wo man nicht Abweichler wird, also wo man die Maschine bleibt, gibt es auch einen komplett eigenen, riesengroßen Baum, wie ihr hier seht. Total krass. Dann Jericho wird angegriffen. Dann auch hier ganz viel, was wir aus irgendeinem Grund nicht gefunden haben. Wir haben sau viel, guckt mal, was wir hier alles übersprungen haben. Übersprungen. Und dann Connor schließt sich den anderen an. Ah, okay, das ist wahrscheinlich, wenn man noch nicht Abweichler genug wird, dann kann man hier noch sau viel anderen Scheiß machen anscheinend. Und dann schließt man sich den irgendwie an. Auch von hier oben kann man sich den anschließen. Wir haben das übersprungen, weil wir uns den sofort angeschlossen haben. Okay, Marcus helfen, Connor springt mit den anderen Connors, mit den Jericho-Leuten entkommen. Okay, wahrscheinlich auch total viel, wie man hier sterben kann, aber wir haben echt viel nicht gesehen. Das finde ich ein bisschen schade. Gerade dieser ganze Baum, der hier so mittendrin ist, den haben wir aus irgendeinem Grund, haben wir den komplett übersprungen, aber ich weiß nicht warum. Und dann haben wir noch Kara, Alice-Familie, Luther-Familie. Fahrt nach Jericho mit Alice und Luther. Okay, da gibt es wahrscheinlich auch noch Fahrt nach Jericho mit Alice ohne Luther, denke ich mal. Radiosender wechseln, hinausschauen, Parkplatz, Zeit zum Abschied, bla bla bla. Haben wir alles, an Bord des Schiffes gehen, Warmplatz für Alice, oben, Marcus treffen. Auch hier haben wir wahrscheinlich irgendwie wieder was nicht gelesen oder so. Und hier kann man auch Marcus anscheinend nicht treffen. Dann geht man einfach so zu Alice zurück. Das Androidenkind entdecken, zu Alice gehen und Alice umarmen. Und da kann man dann wahrscheinlich auch kalt zu ihr sein. Und dann geht das hier oben lang und dann endet das hier auch aus irgendeinem Grund total früh wieder. Wahrscheinlich entweder, na gut, wenn man sie dann nicht umarmt, dann kann es sein, dass die sich wirklich so gegenseitig zerstreiten. Wie gesagt, das war ja diese Sache, wo wir gesagt haben, wie sieht das Kara jetzt und so. Und wahrscheinlich kann man wirklich in diese Schiene reingehen. Kara ist das jetzt auch egal. Wo Alice noch Mensch war, fand Kara, das musste sie sich drum kümmern. Aber jetzt, wo die weiß, dass sie nur ein Android ist, ist ihr das auch irgendwie egal. Und dann hört es einfach hier auf. Auch hier gibt es zwei Sachen, wo es sofort aufhört aus irgendeinem Grund. Aber wir haben gemacht, Kellis und Alice im Korridor. Okay, mit Luther fliehen. Man kann anscheinend auch ohne den fliehen. Dann Luther öffnet die Tür, durch die Tür gehen. Luther wird erschossen. Falscher Weg. Oh, Luther wird erschossen, haben wir. Wurde er erschossen? Das haben wir aber nicht mitgekriegt. Achso, hier steht zu Luther gehen. Okay, also Luther wird angeschossen, muss es eigentlich heißen. Nicht erschossen, sondern angeschossen. Wir haben uns auch anscheinend irgendwie für einen falschen Weg entschieden, irgendwo mal mittendrin. Aber von da ging es irgendwie nicht weiter. Wahrscheinlich bei falscher Weg kann man auch selbst sterben. Naja, Kara und Alice am Scheideweg. Luther zu Luther laufen, Luther helfen, Luther in Sicherheit bringen. Luther im Versteck lassen, okay. Luther nicht in Sicherheit bringen, wäre wahrscheinlich entweder Luther stirbt oder Kara und Alice sterben auch. So, dann er ist im Versteck gelassen, Soldaten blockieren den Weg, verstecken, Android sucht Schutz, Tür verschlossen lassen. Okay, oh, guckt mal, hätten wir die Tür nicht verschlossen gelassen, hätte es auch früher bereits schon enden können. Also, aber auch aus der Kabine fliehen ist ja auch eine Option. Also wahrscheinlich, wenn man die Tür öffnet, dann kommt zwar der Androide rein, aber man muss ein Quicktime-Event schaffen. Wenn man es nicht schafft, stirbt man. Oder man kann auch hier wieder aus der Kabine fliehen. Soldaten erschießen Androiden und gehen weiter. Okay, Kara flieht, versuchen zu fliehen. Durchgang beinahe erreichen. Was ist denn Durchgang beinahe erreichen? Was wäre die andere Option? Keine Ahnung. Aber dann Soldaten schießen auf Menge. Dann gab es hier die drei Optionen, die ich nicht mehr weiß. Und hier hätte es auch noch richtig viel gegeben. Auch Sachen, die früher enden, wie ihr seht. Aber alle Optionen, egal was man hier nimmt von diesen, die enden alle auch mit der Möglichkeit, Jericho verlassen. Aber wir haben das Leichteste genommen, totstellen, Soldaten nähern sich, stillhalten. Und dann überspringt man hier auch alles. Oh, hier hätte man auch kämpfen können. Und auch das Kämpfen hätte zu fliehen werden können. Oder aber auch Kara und Alice sterben. Wäre auch eine Option gewesen. Und dann Kara und Alice sind von Jericho gekommen. Also zumindest, wir haben zwar sau viele Androiden verloren und wir haben auch definitiv nicht jeden gerettet, den wir hätten retten können. Aber alle Hauptcharaktere, oder sagen wir mal, alle Androiden, die einen Namen haben, die haben wir zumindest alle gerettet. Also das war wirklich eine krasse Mission, muss ich sagen. Die war übel. Das war, glaube ich, mit die krasseste Mission, die es bisher in diesem Spiel gab. Also wir nähern uns, glaube ich, wirklich dem Ende. Jetzt sind sie mal alle irgendwie zusammengetroffen, aber sie haben nicht alle gleichzeitig das Spiel verlassen, beziehungsweise den Ort verlassen, denn Kara und Alice sind wieder alleine entkommen. Aber gibt es gar keine Option, Kara und Alice sind mit Luther zusammen entkommen? Gibt es das gar nicht?
Weil hier hinten ist nur Kara und Allison entkommen. Es müsste ja hier noch eine Option geben, Kara und Allison ist mit Luther entkommen, oder? Oder stirbt der auf jeden Fall oder ist halt im Versteck oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Naja, ich würde hier sagen, wir machen erstmal eine Pause. Ich fand es wirklich richtig krass, diese Mission. Ich freue mich jetzt schon richtig auf die nächsten. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich bin schon echt auf eure Kommentare gespannt. Also das war eine krasse Mission. Da kann man, glaube ich, viel zu sagen. Und ja, wie gesagt, freue ich mich schon drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, Leute.